Welche psychoaktiven Pflanzen sind verboten? Im Betäubungsmittelgesetz gibt es zwei Kategorien von Pflanzen. Die erste Kategorie ist grundsätzlich verboten. Und es sind genau fünf. Das ist Cannabis, es ist Erythroxylum coca, Papaver bracteacum, Papaver somniferum, heißt Kokastrauch, Mohn zur Produktion von Heroin und Salvia divinorum, der Aztekensalbe. Nur diese fünf Pflanzen sind grundsätzlich verboten. Und dann sind noch alle Pflanzen verboten, die Betäubungsmittel enthalten und als Betäubungsmittel missbraucht werden sollen. Das ist der Katzstrauch, das ist der Mutterkornpilz, mescalinhaltige Kakteen und psilocybinhaltige Pilze. Diese Kategorie ist offen. Das heißt, es gibt auch andere Organismen und sogar Tiere, die unter diese Kategorie fallen. Wenn mir jemand drei Tiere nennen kann, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, habe ich höchsten Respekt.